Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play The Amazing Spider-Man. Ich wollte ja eigentlich mit der Story jetzt gerade weitermachen, aber ich bin ja gerade hier bei den ganzen Nebenmissionen und da das die letzte Tempel-Herausforderung hier ist, wollte ich euch wenigstens das Finale hiervon noch zeigen. Ich habe da ein paar dazwischen noch gemacht, aber jetzt das ist halt die letzte und so, ne, ihr versteht. Die kann man dann auch nochmal zeigen, meinetwegen. So, wo jetzt hin? Da hinten, okay. Und ja, mal gucken, ob ich die beim ersten Versuch auch schaffe oder nicht. Ich hoffe doch. Das wollte ich nicht tun. Ja, es ist anscheinend zu viel für mich. Oh, warum ruckt denn so? So, da hinten hin. So. Okay, gut. Nein, nein, der hat schon halt. Zu viel für dich? Hä, warum zu viel? Soll ich wieder zurück oder was? Ich verarsche mich voll. Okay, 11 Signale. Was ist los mit dir? Was will der denn? So, noch 3 und dann wow, dahin. Los, los, los! Ich habe 30 Sekunden Zeit, von da nach da zu kommen. Willst du mich verarschen oder was? Warum hältst du mich denn? Bist du etwas schüchtern oder so? Fast geschafft! Nee! Oh, jetzt! In 30 Sekunden schaffe ich nicht! Jemals! Wetten, jetzt kommt irgend so ein Hindernis oder so? Nein! Was ist los mit dir? Ja, ja, so! War das jetzt super, oder was? Mehr hast du nicht drauf? Kein Ding hier! Und da sind wir auch schon gleich neben der Mission! Oh! Da müssen die nehmen, müsst du wahrscheinlich doch wohl warten, außer wir werden jetzt voll woanders rausgelassen oder so. Tätlicher Angriff gemeldet. Over. Es gibt keine kleinen Verbrechen. So, jetzt habe ich alle. Nee, das ist doch immer noch eins. Warum? Ach, die letzte Tempo-Herausforderung. Jetzt kommen anscheinend noch andere Herausforderungen und so. Naja, aber egal. Wenn wir schon hier neben der Mission sind, können wir es auch gleich machen, ne? Wo ist denn hier der Missionsanfang genau, wenn ich fragen darf? Hier anscheinend nicht. Hier vielleicht was denn? Hier. Ned, das viel Dreck. Hier macht auf jeden Fall keiner sauber, wie es aussieht. Oder soll ich echt durch die Tür einfach gehen? Vor allem wir einfach nur. Na, da stand hier mal einfach. Nee, aus Computerlabor betreten. Auch durch irgendeinen Lüftungsschacht, wie immer. Okay. Kapitel 7: Spinnenrettung. Konrad hat einen Schlüssel und ein Gegenmittel gefunden. Vielleicht ist die Stadt noch zu rennen. Okay. Jetzt sind wir aber nicht mehr in Smythes Revanche, Rache, wie hieß das nochmal? Ich weiß noch nicht mal, wie das Kapitel hieß. Ach, ich bin so gut. Da haben neue Gedanken sind hier. Hast du das Oscorp-Gebäude gesehen? Wie kann jemand so durchdrehen? Ich habe Angst rauszugehen. Meint ihr, die liefern noch Pizza? Bin ich froh, nicht in Manhattan zu sein. Gelb, denn ist gelb cool. Der Sicherheitsdienst lässt uns nicht nach Manhattan. Heißt das, wir stehen unter Quarantäne? Wie auch immer, du musst nur aufpassen. Das Virus kann sich nicht über die Luft verbreiten. Ich glaube schon. Bist du sicher? Keine Ahnung. Keiner weiß, was passiert. Ich kann die Nachrichten nicht mehr hören. Die wissen überhaupt nichts. Okay, los geht's. Die drehen da alle ab. Ich muss durch diese Tür und das hier zu Gwen bringen. Ich hoffe, sie ist okay. Ist alles okay? Natürlich. Was glaubst du denn, wer wir sind? Oh, ich höre Scheiße. Ziemlich wenig von da drüben. Das liegt daran, dass wir darüber reden, wie fett deine Mama ist. Zurück auf deine Posten. Hey, komm. Ey, als ob das Spiel für mich gemacht wäre. Ey, das ist so geil. Wie fett deine Mama ist. Ja, ich weiß, Mutterwitze sind voll kindisch und so, aber ich lache jedes Mal darüber. Ey, ist so gut. Okay, hoffentlich sieht es keiner. Wenn ja, bin ich total am Arsch. Okay, ist okay. Hoffentlich sieht die Leiche keiner. Wow, da wollte ich gar nicht hin. Ach, komm schon, Leute. Okay, und schon sehen sie mich. Ey, cool. Jetzt zeigst du deine Schwäche. Ich kriege dich. Was für eine Schwäche? Ich will nur das Ding haben. Sobald das Licht angeht, mach... Nein, 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 nein. Und er stirbt. Was für ein Licht? Das sehe ich an, Mann. Ich weiß auch nicht, warum die mich hier verlieren können, weil helllichter Tag eigentlich ist, aber egal. Wow, wir sind so Scharfschützen. Okay, dann wird der erstmal ausgeschaltet. Entschuldigen Sie!
Tschüss. Halt. Halt. Ich weiß, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht sehe. Seht ihr ihn da drüben? Ey, Mann. Das Spiel zu beenden. Shit. Immer. Nein, ich mache jetzt so. Ich habe keinen Bock zu kämpfen gerade. Außerdem gibt Tanataka, glaube ich, mehr Punkte, oder? Ich weiß nicht genau, aber ich... Genug ist genug. Okay, bevor du mich gesehen hast, zum Glück. Verdammt! Ich weiß, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht sehe. Die Show ist vorbei, Irrer. Ey, verdammt, warum sehen die mich? Jetzt zeigst du deine Schwäche. Ich kriege dich. Guten Tag. Du bist raus. Und du bist raus. So, jetzt. Ich hab ihn verloren. Oh, da sollst du nicht flüchten. Das Spiel zu beenden. Für immer militärisch ausgebildet sein. Bin da eigentlich nur ich das so nervig? Wo ist dieser Kerl? Jetzt ist er nicht mehr in Deckung, was? Du bleibst wohl besser da. Ich weiß, dass ich sehe den Spinner. Fuck. Okay, ich muss immer warten, bis die ihre Lichter angemacht haben, weil die mich dann erst verloren haben. Jetzt zeigst du deine Schwäche. Ich kriege dich. So, und dann kann ich erst wieder Tarnattacken machen anscheinend. Setz das Spiel das so voraus, so. Kinder, ich habe genug Süßigkeiten für jeden von euch. Ah, wie fit deine Mama. Ich weiß, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht sehe. So, okay. Aus dem Weg, Kumpel. Flüchtest du schon? Ich werde dich vernichten! Da kommen noch mehr Treffer! So. Du bist erledigt! Da wird auch einer mit einem Schild keine Gefahr für uns, wenn alle anderen ausgeschaltet sind. So, So, erstmal hier. Das macht wahrscheinlich die Tür auf. Aber ich will erstmal alles andere aus einsammeln. Audio, du weißt, okay. Hier oben war doch auch noch irgendwas. Habe ich was glitzern hören oder war das schon das da unten? Ich weiß nicht. Ne, hier ist... Irgendwie auf der anderen Seite, aber wie komme ich denn da hin? Vielleicht, wahrscheinlich da runter rüber. Denke ich mal. Ich mache einfach mal die Tür auf. Wenn ich da nicht rankomme jetzt, dann... Habe ich es entweder jetzt vergessen oder... Keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja da nochmal hin. Egal. Ist nicht so schlimm, wenn ich vergessen habe. Oh, scheiße. Zeit wird knapp. Hey Leute, Spider-Man hier. Ich habe ein Gegenmittel für die Infektion. Alles wird gut. Haltet einfach noch ein bisschen durch. Gott sei Dank. Du weißt nicht, was wir durchmachen mussten. Gwen, wo bist du? Alles wird gut werden, aber ich muss Gwen Stacy finden. Wo ist sie? Weggelaufen. Wir wissen nicht, wohin. Okay, ich komme zu euch. Haltet durch. Ich weiß mehr, wenn ich die Labore erreiche. Finde den neuen Eindämmungsbereich, okay. Hier soll ich jetzt nicht dadurch. Nö. Dadurch, okay. Ah, und dadurch. Ah, okay, jetzt klar. Jetzt komme ich auch da oben hin. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich. So, erstmal an die Wand und hoffen, dass sie mich nicht sehen. Okay, gut. So, was geht ab? Das waren die beiden einzigen Gegner, oder hier? Im Bereich. Genieß die Zeit alleine. Anscheinend, okay. So, dankeschön. Ach ja, wir sind jetzt auch die Türen auf. Okay. Und wie geht es weiter? Hä? Moment, ich weiß gerade nicht, wo es hier jetzt... Hier unten? Ey, Mann, ich will doch... Okay. Technikteile. Hab ich schon 100 für... Ey, ja, Mann, wow! Okay, das ist nicht gut. Was kommt? Die schicke ich Whitney. Schieß mich ja nicht, was des Aufzugs. Was soll ich noch für Fotos machen? Bauplan, mechanische Arme, weil sie das vielleicht auf Ausgabe gefangen gehalten werden. Okay, hier sind überall Roboter.
drei Fotos pro Modell. Hören wir uns erstmal den Audiobeweis dann mit R, oder? Ich muss zugeben, Sie hatten ein schönes Büro, Connors. Natürlich muss ich alles absprühen und die Möbel verbrennen lassen, damit ich mir nicht wer weiß was einfange. Abgesehen davon bin ich durchaus zufrieden. Dr. Smythe? Ah, Gwen Stacy persönlich. Setzen Sie sich. Hören Sie, Dr. Smythe. Ich bin nur hier, um mein Zeug zu holen. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Nein, ich hatte darum gebeten, dass Sie kommen. Ich weiß, Sie waren Kurt Connors Assistentin. Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Um eins klarzustellen. Ich arbeite nicht mehr für Oscorp. Und das werde ich nie wieder. Aber er hat bestimmt seine Methoden, sie rumzukriegen, ne? Knick, knack, nein. Okay. Gut, Resistenz, endlich. So, dankeschön. Okay, und wie geht's hier weiter? Okay. Und jetzt werden alle freigelassen. Ach du Scheiße. Oh fuck. Okay. Ich weiß aber echt nicht, wann das Spiel ist. Ist bestimmt bald vorbei. Aber ich will vorher noch ein paar alle Nebenmissionen eigentlich machen. Aber danach kann ich bestimmt auch noch machen. Ich muss mich um die Schlüssel. Nee, erstmal um die Geschütze, Mann. Los geht's. Wenn es gehen würde. So, erstmal du. Dann du. Dann du. Okay, die Geschütze sind nicht so gefährlich, wenn man hier in der Luft bleibt und so. Wenn ich auf den Boden gelaufen wäre, dann wären die bestimmt sehr gefährlich gewesen. Aber so sind sie zum Glück leicht zu besiegen. So. Können jetzt hier alle Roboter fertig machen. Kann ich auch mit Tarnattacken ausschalten? Geht es? Ich mag diese Wachen irgendwie. Die übernehmen jetzt die meisten Patrouillen. Also von mir aus können sie alle auf den Schrottplatz. Ich will meinen Job nicht wegen so einer laufenden Mikrowelle verlieren. Das wollte ich noch nicht mal. Und jetzt habe ich verkackt. Tarnattacke. Okay, gut. Und? Ja, ach Mann. Fuck. Mit dir. Immer dieses Steuerungsproblem. Ach, fuck. Okay, gut. Ey, meine Fresse, jetzt komm her. Ach, schlimm, ey. Das regt einen am meisten auf, immer wegen der Steuerung irgendwie so zu verkacken, aber naja, es muss auch immer dabei sein. Ne? Sonst würde man ja sich nicht aufregen und so. Ich meine, es gehört ja schließlich dazu. So, ist jetzt noch einer? Ich brauch. Doch, da hat einer noch alles nicht mitbekommen. Der ist ganz abwesend, okay. Hey, was ist los? Hey, was ist los? Hey, es geht ab, Mann. Oder nee, ist hier noch eine Wache? Nee, eigentlich nicht. Will ich dadurch schon? Ich will doch erstmal das hier. Ach, zerstören soll ich das, okay. Ach so, okay. Damit der Aufzug nicht mehr verriegelt ist. Okay. Irgendwo noch eins von diesen Schlössern sein. Das Ganze jetzt noch dreimal und dann hab ich's. Ja, geh mal da rein, Mann. Komme ich hier einfach in den nächsten Raum oder gibt's hier irgend so ein Magazin oder so? Ah, Technikteile erstmal, okay. Und ich glaube, das ist echt so eine Verbindung zwischen Räumen, vielleicht. Noch dazu, zu den Technikteilen. In diesem Labor sehen Sie den Verpackungsprozess. Wenn das Produkt für die Lieferung bereit ist, wird es hier vorbereitet und verpackt. Wegen der extremen Flüchtigkeit vieler von Oscorps Produkten ist dieser Raum hochsicher und alles nur deinetwegen. Von hier aus wird das Produkt in die anderen Abteilungen im Biolabor transportiert. Doppel! Das wird ein Ach, scheiße. Training. Hätte ich fast geschafft. Jetzt haben sie mich verloren, oder? Ja, okay, gut.
Rückkehr in der Rampenkreuzung. Nicht gut. Aua, ey, das ist total komisch, sich hier an der Decke vorzubewegen, weil irgendwie nach hinten, nach vorne gehen ist und so. Ah, okay. Die Kreuzung erfasst. Ja, ja, so. Ganz chillig. Okay, jetzt noch den letzten, bitte. Ich hoffe, das war auch der letzte. Okay, gut. Und bevor es dann hier weitergeht, sonst wären wir kämen nicht hier rein, wären wir nicht darüber gekommen. Okay. Bevor es hier weitergeht, mache ich hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Bam.